Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Hallo Train. Na, Miku, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe übrigens in ein paar mal einen Kommentar wieder gekriegt. Sehr schön eigentlich, ne? Finde ich ganz nice. Da wurde mir erklärt, dass die akute Anämie eine Blutarmut ist. Sehr nice. Dann hätten wir das auch geklärt. Dass Miotismon die Blutarmut bei Frauen, also dass die Frauen halt alle absaugt, weil er halt ein Vampir ist und dadurch Blutarmut entsteht. Ja, geil. Das sind halt diese englischen Fachbegriffe, die man halt so nicht so wirklich weiß, ne? So, wenn du halt damit noch nie was zu tun hattest. Deswegen nochmal vielen Dank an den Kommentar. Und ja, wir starten heute mit der nächsten Main-Episode. Die vier Meister der Dunkelheit. Nachdem wir Miotismon letzten Part durchbesiegt haben, war das, glaube ich, ne? Mit Wargreymon und mit Taigarurumon war das, ne? Genau. Richtig nice. Wir haben ihn zerstört. Na, auf jeden Fall ist ja währenddessen, um mal ein bisschen noch mal zu erklären, was passiert ist, die Zeit in der Digimon-Welt vergeht dadurch schneller als in der Menschenwelt. Und in der Zeit, wo wir in der Menschenwelt gegen Miotismon gekämpft haben, hat sich in der Digimon-Welt einiges verändert. Richtig. Unter anderem sind dort neue Bösewichte aufgetaucht. Jetzt stell dir mal vor, Miotismon wäre in der Digimon-Welt mal zurückgekehrt, wenn, um sie auch wieder zu beherrschen. Und dann kriegt er von den vier Meister der Dunkelheit auf die Fresse. Oh ja, nice, ne? Oh, krass, das wird jetzt richtig geil. Es wäre zu gut geworden. War bei Tai doch auch so. Tai war doch, glaube ich, nur ein Tag in Tokio war das und in der Digi-Welt sind 2 Monate vergangen. Ja, irgendwie so, ne? Genau. Auf jeden Fall sehr krass. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit den vier Meister der Dunkelheit. Bin sehr gespannt. Genau. Wir lassen einfach so das Team jetzt erstmal. Richtig, ich liebe Gatomon. Gatomon ist so geil. Hast du das gesehen? Ja. Sind wir zurück? Tai, guck mal über dir. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Ist das die Erde oder Erde? Ja, Erde. Es sieht so aus, als könnten wir von dieser Welt auf unsere Erde schauen, wie wir es in unserer getan haben zur Digi-Welt. Joey ist gut. Joey! Warte! Lass ihn hinterhergehen. Ja! Alles klar. Ja! Oh nein, nice love! Ja, nein! Aber wir haben jetzt lange Zeit mal wieder einen Kampf. Also wir haben das Spiel jetzt wirklich lange nicht mehr angefasst. Veganomon, Alter. Veganer sind scheiße, Leute. Nein! Oh, geil. Nein, Scherz. Ah, stimmt, wir haben Gatomon Auto-Heal gegeben. Ah, stimmt, die hat ja diesen super krassen Healer-Skill, ne? Ja. Oh boy, können wir uns mit Agumon in seine Mega vor? Ja! Nice! Das ist gut, ne? Das ist gut. Das ist richtig geil. Nee, manchmal muss man sollte schon ein bisschen, weiß nicht, der Fleischkonsum ist ja natürlich sehr hoch, ne, in Deutschland. Ja. Sollte man schon ein bisschen regulieren, ne? Nicht jeden Tag Fleisch oder so. Na, ich esse jeden Tag Fleisch, aber ich gebe auch echt viel Geld fürs Fleisch aus. Also, wir kaufen kein Billigfleisch aus der Tiefkühltruhe oder so. Also, was heißt viel Fleisch, ne? Also, jetzt nicht Steak oder so, sondern ich kaufe mir für eine Woche eine Packung Wurst relativ teuer und die esse ich dann in einer Woche halt auf, jeden Tag eine Wurst oder sowas. Also so eine Scheibe Wurst, ne? Ja, ich finde halt gut, dass einige ein bisschen sich veganer ernähren oder vegetarisch ernähren. Jeder sieht das ja anders. Ich finde halt, ich persönlich würde ungern auf Fleisch verzichten, weil ich mag es halt einfach, ne? Ja, ist bei mir genauso, aber ich ernähre mich auch relativ viel sonst von Gemüse und sowas. Jedes Wochenende essen wir Riesensalat und so. Und über einen Tag, sonst in der Woche, essen wir halt relativ wenig sowieso schon, weil wir ja immer noch Sport machen und uns relativ gesund ernähren wollen. Deswegen auch nur eine Scheibe Wurst und sonst essen wir gar kein Fleisch mehr. So gut wie gar kein Steak oder sowas. Sowas gibt's bei uns fast gar nicht mehr. Aber also bei mir, ich esse halt einfach gerne Fleisch, aber ich esse jetzt aber auch nicht mit Absicht einfach Fleisch, nur weil es Fleisch ist. Ja, eben, ne? Also, genau das ist es. Ich weiß auch nicht. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, boah, ich hasse die Vegetarier so sehr, dass ich mir extra 2 Packungen Fleisch kaufe anstatt eine. Also, ja, genau eben.
Ich kann das nicht glauben, dass das alles passiert ist, nachdem wir die Digi-Welt verlassen haben. Bin mir sicher, irgendwas hat sich verändert oder... Nee, ich bin sicher, irgendwas hat sich nicht verändert oder jeder scheint nervös zu sein. Was nimmst du? Ich würde... das erste oder das zweite? Ist schwer, ne? Ja. Ich mach einfach... Und ich mach Augen zu und... Klack. Es ist nicht nur du. Jeder fühlt sich ein bisschen nervös. Ich weiß. Du. Ich. Alle von uns. Mir geht's gut. Wir werden, wir haben uns schon durch wirklich schlechtes Zeug gekämpft, richtig? Ach, du hast recht. Wir zählen auf dich, Tai. Sehr gut, war nice, richtig. Gut gemacht. Tai, ist das die Digi-Welt? Es ist ein bisschen, gruseliger, als ich gehört hatte, aber... Als es sein soll, ja. Was? Es war nicht so, als wir hier waren. Ich habe gerade gedacht wegen ihr. Ich dachte, das wäre eine andere Antwort auf ihre Dinge. Ach so, egal. Ach so, ja. Ich frage mich, ob ich zur Gruppe passen werde. Du bist auch so ein Kind, als wirst du es? Oder ja, jeder ist ein bisschen nervös, ne? Ja, ich glaube auch. Jeder hat angefangen nervös zu werden. Jeder hat angefangen, nervös zu werden. Bist du denn auch nervös? Ja, als ich das erste Mal in der Digi-Welt war, hab ich auch Angst gehabt so und konnte nicht mal schlafen in der Nacht. Du? Doch, du bist doch normalerweise der Typ, der schläft wie ein Stein. Ja, du wirst okay sein, Kari. Okay, war zum auch richtig. Nice, sehr gut. Passt. Ein Sneemon. Hallo, was machst du? Wie einer von Zustürmen mit den Klingen. Ja, ne? Er sieht aus wie die Baki-Version von Scar. Sichlor. Wie so eine Mega-Evolution, ne? Ja, eben. Hat was. Ich glaube, das ist sogar die Weiterentwicklung von Sichlor. Ja, genau das. Na, wow. Ist das eine AOE? Das ist eine AOE-Attacke, ne? Nice. Ja, aber es hat wenig Schaden gemacht. Ich hab gedacht, das macht mehr. Ich glaube, der Schaden teilt sich auf, ne? Kann sein. Kreml hat ja auch eine AOE-Attacke, bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ja. Alter. Vor allem hat die mehrmals Schaden, ne? Ja. Yo! Und jetzt. Er hat doch auch eine, oder? Ja, War Greymon, Alter. War Greymon. Gaia Force? Ja. Ja. Auf Deutsch Planetenkraft. Genau. Ziemlich nice, die Attacke. Planetenkraft, nice. 5K Schaden, Alter, yes. Naja, wir wissen ja, dass sein Tornado ja mega stark ist. Ja, der hat den aber auch, der hat Mega Miotismon aber auch weggehauen, ne? Der hat ihn zerstört. Aber so richtig. Richtig vernichtet, Alter. Krass. Was du denn hier? Oh, geh weg. Guck mal, Agumon bleibt an seinem Arsch kleben. Ja, macht nix. Der kommt ja eh nach. Agumon hat's Boost, ja. Einmal, ja, ist aber auch so sinnlos, ne? Das vielleicht ist einmal jetzt digitiert im Moment zu sein. Bei der Mega-Entwicklung richtig useless, ne? Oh Gott. Vegetariermon. Vegimon. Yay. Einmal speichern. Gerne doch. Natürlich. Immer. Digimon Advanchure. Advanchure. Ja. Hey, komm raus. Warte. Hab keine Angst. Wir werden dir nichts tun. Komm raus. Hey, bist du nicht Chumon? Da hast du recht. Ist das Chumon, das wir auf der Pfeilinsel getroffen haben? Mimi? Palmon? Ich bin so froh. Ihr seid zurück. Chumon, was ist denn mit dir passiert? Und was ist mit deinem Freund passiert? Skumon. Du weißt noch, wer Skumon war, ne? War das nicht dieser komische Kackhaufen? Ja, dieser gelbe Kackhaufen. Ja, genau. Er ist tot! Nachdem Mimi und Palmon Pfeil Island verlassen haben, haben wir normale Leben gelebt. Aber eines Tages
Dunkle Kräfte haben die Welt übernommen und haben eine neue Welt daraus gemacht. Nur so, dass sie die Kontrolle über alles haben können. Und dann ist Skumon in ein tiefes Loch gefallen. Du sagtest, sie haben eine neue Welt erschaffen? Was für eine Art Welt? Sie nennt sich Spiralberg. Spiralberg? Sie haben die Digi-Welt in das verwandelt? Was ist denn mit den anderen Digimon passiert, wie zum Beispiel Leomon? Ich weiß es nicht. Aber sie sagten, dass sie alle, die sich wehren, zerstören werden. Von wem? Wer? Was? Die dunklen Meister. So, dann müssen wir also sie bekämpfen, oder? Sie bekämpfen? Ihr könnt das nicht! Wir haben Myotismon besiegt. Das wird schon funktionieren. Ja, es wird alles gut. Selbst wenn wir 8 auserwählten Kinder zusammen sind, können wir die Digi-Welt retten. Solch lebende Kinder. Lasst uns mit denen ein bisschen spielen. Wer ist da? Ernsthaft schon wieder? Ja, Pimo. It's Pimo. Es ist Pimon. Nee, Piedmon heißt das auf Deutsch. Ah, Piedmon. Glaube ich schon, wenn er... Ja. Ja, okay. Wir nennen sie jetzt einfach mal Dark Masters, das hört sich viel cooler an, ne? Okay, gut, machen wir. Okay, ja. Die Dark Masters! Keine Sorge, Leute! Wir haben eine Trumpfkarte auf unserer Seite. Richtig, Agumon? Wir zählen auf dich, Gabumon! Okay, los! Jetzt zeig dir, was wir können! Mit Tigerumon! Wir können die Welt retten, indem wir sie besiegen! Keinesfalls. Selbst in ihrer Megaform haben sie keine Chance gegen ihn. Ihr seid vielleicht in der Megaform wie ich, aber es ist nicht lange her, als ihr dieses Level erreicht habt. Ihr habt einen Riesenfehler gemacht, wenn ihr dachtet, ihr könnt gewinnen. Oh nein, nein, ich bin doch nur eine normale Schülerin. Warum muss ich hier denn sterben? Mimi. Ihr seid peinlich. Ich werde mit dir beginnen. Chumon. Mimi. Chumon. Los, aufstehen. Wenn ich wiedergeboren werde, geh mit mir aus. Digimon! Was für ein dummes Digimon. Wie nutzlos. So schnell in seinen eigenen Tod zu rennen. Warum du? Wir werden dir es nicht vergeben. Okay, der nächste ist... Hitbombe! Piccolomon, wir haben dich vermisst. Ich hab euch auch vermisst. Piccolomon,
Wir dachten, zusammen mit dem achten Kind könnten wir diese Welt retten und die Erde und so. Deswegen sind wir hierher gekommen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Es ist wahr, dass ihr alle zusammen seid, Pi. Aber ihr könnt nicht nur damit gewinnen, Pi. Was fehlt uns denn? Sag es uns. Ehrlicherweise, es ist jetzt nicht die Zeit, Pi. Ich werde sie hier aufhalten, Pi. Geht zum Spiralberg, wenn ihr die Chance habt, Pi. Sie aufhalten, aber sie sind im Mega-Level. Ich weiß, Pi. Es ist unmöglich für mich zu gewinnen. Aber es gibt immer noch Dinge, die ich tun kann, Pi. Ich bin sicher, ihr werdet finden, was euch fehlt, Pi. Geht, auserwählte Kinder. So, du bist also Piccolomon, richtig? Du bist dir echt sicher, einen richtigen Kampf, selbst wenn du nur das nicht Mega-Level, das Ultra-Level-Digimon bist, ne? Ja. Ja, selbst wenn du nur ein Ultra-Level-Digimon bist. Du bist wirklich in Schwierigkeiten, wenn du mich auf die leichte Schulter nimmst, Pi. Was? Okay. Piedmon. Ja. Genau. Ja. Ja, ist klar, Buddy. Oh, der arme Piccolomon, ich mochte ihn. Oh, armes Piccolomon. Er war so schön frech. Ja, das war's. Er wurde wegrasiert. Piccolomon ist gestorben. Oder nicht? Mit diesem großen Opfer. Die Kinder haben endlich den Spiralberg erreicht. Aber ihr Kampf mit den Dark Masters hat jetzt erst begonnen. Ja, der Erzähler ist ein Digimon. So. Ja, fertig, egal jetzt, scheiß drauf. So, aber wir würden sagen, wir machen hier Schlussstrich. Ja, denke ich auch. Bietet sich ganz gut an. Wir haben jetzt die vier Meister der Dunkelheit kennengelernt. Heftig, heftige Sache. Genau. Im nächsten Part geht's mit dem nostalgischen Strand weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Haut rein, Leute. Tschüss.